Kommt er diesmal wirklich? Da ist er. Dad! Grandpa! Nenn mich nicht Dad. Und du nenn mich nicht Grandpa. Wie soll ich dich denn nennen? Du kannst mich Dad nennen. Sag Hallo zu Mom. Setz dich zu uns. Ich habe keine Zeit. Naja, vielleicht bleibe ich ein paar Minuten. Du triffst dich mit einer Frau, weil ihr Vater Beziehungen hat. Du erhältst deine Händlerlizenz. Das ist fantastisch. Allison kann ihr Vorstellungsgespräch fürs College nicht verschieben, nur weil ich erkältet bin. Mom, ist okay. Ich fliege allein darauf. Sie würde sich wohler fühlen, wenn du dabei bist. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du umkehrst und verschwindest. Pussy! Lass die Griffe von dem Ding! Du hättest fast die Lady getroffen. Ist mir egal. Gib mir das Frisbee wieder, Großvater. Oh. Raffiniert. Du hast immer gesagt, du kommst nie wieder zurück. Ja. Und jetzt bist du hier. Ich dachte, du lässt mich alles machen, was ich will. Nur zu. Ich brauche noch einen Drink. Die Jungs, mit denen ich zusammen war, hatten keine Ahnung. Du musst die Sache selbst in die Hand nehmen. Wir könnten etwas Zeit miteinander verbringen. Das solltest du vergessen. Ist alles in Ordnung? Wir haben miteinander geschlafen. Ist das nicht fantastisch? Niemand macht sich seine Freunde so schnell zu Feinden. Als du meine Tochter angefasst hast, hast du aufgehört zu existieren. Keine Braut ist das wert. Mr. Carmen, Sie schulden mir 3 Wochen Miete. Du musstest eine meiner Freundinnen vögeln? Du bist unmöglich, Dad. Todd, entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht... Hey, willst du einen Drink? Sind Sie nicht etwas zu alt für das hier? Ich hab's getan, weil ich es wollte. Ich auch. Eines Tages kommst du in mein Alter und wirst einer solchen Nacht nicht nachtrauern wollen. Ich weiß, deshalb lerne ich. Wie kannst du hier arbeiten bei all der Ablenkung? Du musst ein verdammt guter Autohändler gewesen sein. Ich war der Beste.